Gut, die Germanen sind weg. Hier drüben wütet noch ein Feuer. Möbelfabrika, die werden kaputt gemacht. Wieso? Wo sind die Feinde? Die sind schon wieder durchgerannt. Was ist denn das für ein Mist? Wir warten morgens länger in einer Reihe als die meisten Leute den ganzen Tag. Okay, alle weg. Der Ruhm gebührt nicht mir, sondern Rom. Such a verdammter Dreck. So, Pause. Erstmal Arbeiterlöhne. Rom sieht ihre Bemühungen an. Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Plebejerlohn ist bei 17. Ist das richtig? Okay, die haben die Löhne von alleine runtergesenkt. Wir haben aber keinen Lohn bekommen, weil wir nämlich kein Geld mehr in der Stadtkasse hatten. Deswegen sind sie alle nicht so gut drauf. Cäsar möchte Gold. Warte mal, haben wir schon Eisen geliefert? Unsere Stadt braucht... Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Erstmal Tribut. Rom verlangt Gold, Denari. War schon wieder Denari? Und Möbel, okay. Möbel haben wir, bitteschön. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Nur noch Gold und wir haben alle Aufträge erfüllt. Sehr schön. So, die wollten schon nicht mehr kämpfen. Und unten wurden die wahrscheinlich alle von den Präfekten kaputt gemacht. Auch sehr geil. So, und das hier reicht völlig aus. Wir brauchen nichts weiter. Nahrungsmittelbestände sind gering. Wir haben zu wenig Arbeitskräfte an Plebejern. Ja. Eine Olivenölfabrika baue ich dennoch. Und dann kümmern wir uns um weitere Plebejer. Einmal bitte die ganzen Bäume hier wegreißen, die braucht kein Mensch. Na komm, so ist gut. Obwohl hier hinten ist auch doof, ne? Aber ja gut, egal. Ist völlig egal. So, Zugleistern. Sieht gut aus. Und dann haben wir genug Leute, die für uns schon mal arbeiten. Der Markt versorgt alle mit allen Waren, die sie haben wollen. Fleisch ist das Einzige, was wir im Moment nicht herstellen. Wir haben genügend Besteck. Auch hier oben ist Besteck da. Wir verkaufen, glaube ich, mittlerweile sogar Schmuck. Wenn ich den Befehl schon gegeben habe. Ja, habe ich. Sehr gut. Warum habe ich eigentlich den Befehl gegeben? Muss ich nicht Schmuck sammeln? Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Ach nee, nur normales Gold. Okay, dann muss ich hier noch Bescheid sagen, dass die bitte Gold annehmen sollen. Irgendwo muss noch Gold rein. Am besten ein weiteres Lagerhaus. Und du machst bitte nur Gold. Zur Hälfte Gold, zur Hälfte Eisen. Dann können wir das nämlich auch erfüllen. Es werden weitere Waffen benötigt, um die Kohorten damit auszustatten. Das ist okay, Waffen habe ich ja nicht mehr. Na gut, Waffen werden hergestellt, ist nicht unbedingt das Problem. Okay, wir haben jetzt also wieder ein bisschen Luft zu all dem, was wir jetzt gerade gemacht haben. Und werden versuchen, die Bösewichte, so gut es eben geht, immer wieder zu vertreiben. Können froh sein, dass wir hier oben die Leute haben, die aufpassen. Das werden wir auch gleich dicht machen. Die Möbelfabrika muss neu errichtet werden. Wir haben jetzt wieder Geld. Cäsar kann also kommen. Wir haben sehr viele Leute, die für uns arbeiten.
Wir brauchen mehr Essen. Denn die Silos sind nicht wirklich knackig voll. Das geht besser. Das heißt, auch hier werde ich dann für neues Essen sorgen. Einmal Gemüsefarm. Nun, da wir endlich Geld haben, werde ich mich auch darum kümmern, die Verteidigung ordentlich aufzubauen. Gemüsefarm, Gemüsefeld. 2, 3, 4. So, damit kriegen wir schon mal jede Menge Gemüse. Fast genauso viel wie Getreide. Getreidefarm hier will gleich einstürzen. Dann baue ich hier jetzt sicherheitshalber mal ein Ingenieursbüro hin. Ingenieurbüro. Das sind die Olivenöldinger. Ich glaube, eine Getreidefarm ist sogar abgefackelt. 1, 2, 3, 4. Ja, Tatsache. Kein Wunder, dass da das Essen nicht ganz so gut kommt, wie wir es eigentlich von uns gewöhnt sind. Gut. Wir bekommen Segnungen der Götter. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Gold können wir ausliefern, damit sind alle Forderungen erst einmal erfüllt. Erdbeben. Ein Erdbeben hat unsere Stadt erschüttert und mehrere Gebäude zerstört. Was für Gebäude? Hoffentlich keine Lagerhäuser. Hier ist alles noch in Ordnung. Es ist alles noch schick. Wo war das Erdbeben? Stehen die Forts noch? Ja, okay. Ist alles noch da. Ein Gebäude ist zusammengebrochen. Ups. Okay. Ach, verdammt. Ja gut, wir machen es mal anders. Einmal durch den Wald durch, dann machen wir hier einen Rundgang. Ja, Herr Ingenieur, die hier pumpen auch schon. Bernstein. Da muss ich importieren. Die pumpen hier alle. Ich glaube, das kommt durch das Erdbeben. Ingenieurbüro. Hier ist alles gut. Ist nicht euer Ernst. Okay. Neue Holzfällerlager bauen. Nicht Tongräber, sondern Holzfäller. Neue Möbelfabriker bauen. Du bist auch eine. Die Ingenieure kümmern sich.
Hier ist noch alles okay, bloß die eine Fabrika muss noch gemacht werden. Ich brauche neue Domos. Seht ihr gut, dass wir die noch gar nicht entwickelt haben. Das war gar nicht so schlecht. Ja, nee, schon doof. Ein neues Odeum, ein neues Theater. Oh Gott, was war das? Auch ein kleines Domo. Okay. Neues Odeum. Neues Theater. Schauspielergilde benötigt. Oh, lass mich raten. Die ist auch eingestürzt, ne? Ja, genauso wie sämtliche Gemüsefarmen. Das ist eine Katastrophe. Ist das wirklich so geplant? 3, 4, 5. Und die Schauspielergilde. So, alles wieder schick. Alles wieder gut. Oh Gott, ein Glück. Ein Glück. Und hiermit hat es angefangen, mit diesem Haus. Halt, da ist noch eins. Oh. So, sonst noch irgendwas? Irgendjemand, der sich hier irgendwie aufmucken will. Plünderer stehen vor der Tür und warten auf eine Gelegenheit, mich zu töten. Ja, ist mir klar. Warte mal. Ich brauche jetzt langsam mal eine Rüstungsfabrik. Rüstungsfabrika. Erstmal nur eine. Dann Schafe gleich hinbauen. Schafe, Schafe, Schafe. Erstmal eine Schaffarm. Machen wir gleich zwei, damit wir dann später auch Bekleidung machen können. Schafweide. Eins. Zwei. Drei. Vier. So, reicht. Okay, die produzieren Wolle. Die machen die Wolle da rein. Brauchen ein Lagerhaus nur für Rüstungen. Wir brauchen weitere Wege, die einmal hier entlang führen, weil wir hier nämlich eine Mauer hinbauen. Und Türme rankleistern, die leider nur auf ebenem Gelände sein können. Okay, aber immerhin. So, das ist schon mal eine zusätzliche Unterstützung. Dann werde ich hier jetzt auch einen Weg einmal so abziehen. Brauche noch ein Stadttor hier vorne. Eine Mauer, die so lang führt. Muss ja eh bald zugekleistert werden, von daher. Wo ist die Mauer? Nee, nicht Turmmauer. So, das ist zu. Türme. Okay. Damit wir die Türme auch unterhalten können, brauchen wir weitere Plebejer. So langsam wird es knapp mit dem Platz. Ich glaube, ich werde das nachher einmal umändern. Und zwar auf die Art, dass ich noch einen anderen Markt hinstelle. Immer
alles weg hier. Die ganzen ollen Bäume, die kein Mensch braucht. Sehr gut. Okay, das ist auch alles noch verbunden. Allerdings habe ich das Reservoir abgerissen. Wie habe ich das denn geschafft? Das habe ich nicht mal mitbekommen. So. Nee, warte mal. Erstmal neue Plebejerhäuser. Eins, zwei, drei, vier. Bäume müssen noch weg. Bäume, die bleiben nicht hier. Und neue Straße. Oh, Bäume! So. Okay, da steht alles. Dann Straße hier. Erstmal bis dahin, dann durchziehen und zack. So. Das reicht erstmal. Dann einen neuen Nahrungsmittelmarkt. Der kommt hier vorne mit hin, um auch die hinteren Leute irgendwie zu versorgen. Okay, und dementsprechend steht das jetzt alles schon mal. Das ist unser Grundgerüst für die neue Stadt. Erstmal speichern unter LP03 und dann bin ich gespannt, von welcher Seite aus die diesmal angreifen werden. Und damit dann zwischendurch schon mal neue Leute rekrutiert werden können, werde ich ein schweres Infanteriefort hier oben hinstellen. So.